Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Eine neue Kolumne, es ist Dienstag und heute geht es um das Thema Budget. Nicht ganz unwichtig in den aktuellen Zeiten. Bevor wir zum heutigen Thema Budget kommen, passend eigentlich sich nochmal eure Kommentare vom letzten Mal so ein bisschen ja auf der Zunge zergehen zu lassen. Da ging es um das Thema Vorfreude, Vorbereitung auf die Spiel. Da sind wir ja alle in diesem aktuellen Modus und ich habe mir ein paar Sachen rausgegriffen aus den Kommentaren, über die ich nochmal kurz sprechen möchte. Das, was so immer mitschwang, war so dieses Klassentreffen, dieses Gefühl, sich mit anderen Leuten zu treffen, Spiele auszuprobieren, diese Atmosphäre in den Hallen zu genießen. Das sprang halt bei vielen mit, so im unterschwellig, teilweise aber auch direkt ausgedrückt. Sehr spannend halt, dass auch in dem Zusammenhang einige, ich glaube viermal habe ich es gelesen, das erste Mal auf der Spiel sind. Für euch wird das sicherlich nochmal eine besondere Sache sein. Tatsächlich jetzt diese Hallenluft da so zu schnuppern, in Anführungszeichen, hoffentlich Corona-frei. Die ganzen Eindrücke da auf sich eingehen zu lassen. Also ich weiß noch, wenn man da in diese Halle 3 hineinkommt, aus dem Eingang, dann hat das schon was Besonderes. Jetzt wahrscheinlich mit den zwei großen Kosmos-Ständen da ganz am Anfang, früher bei der Asmodee. Und dann in dieses weitläufige Areal da hineinzugucken. Mit diesem Stimmgewirr, mit den vielen Bannern, mit den vielen Brettspieltischen. Also das ist schon echt was, ein tolles Erlebnis. Und dann ziehen sich die Hallen ja doch sehr lang. Und mittlerweile, wir haben glaube ich 6 Hallen jetzt zur Verfügung. Also da ist einiges dann geboten. Ausländische Verlage war das Stichwort. So bezüglich des Einkaufes. Also es gibt welche, die fokussieren sich tatsächlich nur auf die. Also vor allen Dingen an die dann schwer zugänglichen Titel. Deutsche Verlage kriegt man ja häufig dann im Retail. Prototypen ausprobieren, also Spiele, die erst nächstes Jahr erscheinen oder jetzt auf Kickstarter sind und man vielleicht nochmal ein besseres Gefühl kriegt, indem man halt zumindest mal eine Partie anspielt. Und Listen werden immer länger, war auch zu lesen. Das geht mir aber nicht anders. Also das, was mich an Spielen so interessiert, da ist schon einiges drauf. Da muss ich auch gucken, dass ich da selber so für mich ein bisschen haushalte. Zu viel Trubel habe ich aber auch gelesen. Das heißt, es kommen auch einige von euch gar nicht. Zu heikel in der aktuellen Situation bezüglich der Familie oder andere persönliche Gründe, weshalb es nicht geht. Urlaub war halt auch so ein Thema. Ja, ich finde auch, die Spiel liegt leider sehr unglücklich. Also zumindest, wenn man das aus nordrhein-westfälischer Sicht betrachtet. Blöderweise in der ersten Ferienwoche, also die zweite wäre da deutlich praktikabler, dann könnte man in der ersten Woche halt in den Urlaub fahren. In den Niederlanden ist beispielsweise freitags oder samstags der Wechseltag, dann hänge ich mitten in der Spiel drin. Also für mich so als Berichterstatter ist das super ungünstig, aber gut, so ist es. Sehr spannend, und das ist dann fast schon die Überleitung zum Thema Budget, war, dass welche geschrieben haben, sie reisen mit dem Zug an. Auch wenn die Liste dann lang ist, passt nicht alles ins Gepäck, also muss man sich per se schon mal dort so ein bisschen reduzieren. Sicherlich kein verkehrter Tipp, auch um das Budget so ein Stück weit zu schonen. Ja, dann gab es ein Gewinnspiel und da hat Miri Miri gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, die Serie von Santiba geht an dich. Bitte bei mir melden, damit wir die Übergabemodalitäten machen, an kontakt@brettspielbox.de schreiben und dann können wir mal weitermachen mit dem neuen Thema und das heißt Budget für das Hobby-Brettspiel. Das Hobby-Brettspiel an sich finde ich gar nicht so teuer, muss man fairerweise sagen. Und das sage ich jetzt im Vergleich zu anderen Freizeitvergnügen. Kino, Essen, Konzert, da sind wir bereit, locker mal für so einen Abend 60, 70 Euro auszugeben. Also selbst Kino mit Popcorn und Getränk ist mittlerweile so teuer, wenn man zu viert dahin geht. Und dann habe ich ein Brettspiel verbraucht und hätte es aber auch zu Hause stehen und könnte es halt dann häufiger spielen. Und da tut es dann meistens eine Tüte Haribo und ein Glas Wasser, also auch deutlich günstiger dann in den Nachfolgekosten.
Ja, Brettspielen wird teurer, gar keine Frage. Also das, was früher mal so die 30-Euro-Marke war, wird heute die 40- oder 50-Euro-Marke, alleine von den Transportkosten, von den Materialkosten. Das werden wir auch jetzt auch auf der Spiel erleben, dass da einige Spiele halt deutlich nach oben schnellen. Dafür wird es wahrscheinlich dann halt auch einen ja, Zweitverwertmarkt geben, wo der ein oder andere von euch wahrscheinlich eher zuschlagen wird. Nichtsdestotrotz, klar, auch die Spiel selber kostet Eintritt, ist auch teurer geworden im Vergleich zu GenCon, aber immer noch sehr, sehr günstig. Also GenCon habe ich jetzt mal gesehen, wenn man 125 Dollar für alle 4 Tage zahlen muss, und dann gibt es noch bestimmte Veranstaltungen, die da drumherum lagern, wo man dann noch extra zahlen muss. Also das ist deutlich teurer, als wenn ich jetzt hier auf der Spiel unterwegs bin. Auch wenn ich verstehe, dass gerade in den heutigen Zeiten das für den einen oder anderen oder für die ein oder andere halt eine Belastung ist, wenn man da mit der Familie hingeht und da eben halt auch zu viert einiges bezahlen muss. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass das Brettspiel-Hobby an sich, wie aus den eben genannten Gründen, nicht so teuer ist, es sei denn, man neigt zu Exzessen und geht aus so einer Veranstaltung nicht unter 20 Spielen heraus. Dann kann es natürlich schon nicht ganz ohne sein. Ja, und dann es stellt sich immer die Frage, stellt man sich oder gibt man sich ein Limit, gibt man sich ein Budget? Und darüber würde ich heute ganz gerne mit euch ein bisschen plaudern. Wie macht ihr das? Wäre auch hinter die Fragestellung. Man könnte ja beispielsweise hingehen und sich ein Jahresbudget nehmen und sagen, okay, in diesem drei- oder vierstellig, ich vermute mal zweistellig sind eher die wenigsten, dann unterwegs, aber in diesem drei- oder gegebenenfalls auch vierstelligen Budget habe ich einen Rahmen, in dem ich Kickstarter, Brettspieleinkäufe mache, eben halt beim Brettspielhändler Amazon oder aber dann eben halt auch auf solchen Messen. Da gibt es ja nicht nur die Messe in Essen, sondern eben darüber hinaus. Ich kann das Ganze natürlich auch in ein monatliches Budget umrechnen, sodass ich halt einen kontinuierlichen Zufluss habe. Ich kann das Ganze natürlich auch so machen, dass ich mir ein Jahresbudget gebe ohne die Spiel und für die Spiel so ein Extra-Budget bereithalte. Und dementsprechend kann ich natürlich auch gucken, dass das Budget auch wieder anwächst, indem ich natürlich mich von alten Spielen, die ich nicht mehr spielen möchte, eben halt trenne. Möglichst so rechtzeitig, dass auf dem Sekundärmarkt entweder das Spiel immer noch gewertschätzt wird, weil es halt nicht mehr erhältlich ist, oder aber weil ich es noch so rechtzeitig verkaufe, dass die Nachfrage nach dem ursprünglichen Spiel noch so hoch ist, dass ich ja nahezu am Originalpreis verkaufen kann. Je nachdem, was es für ein Kickstarter ist, gibt es auch Möglichkeiten, das sogar über Wert zu verkaufen. Ich kann natürlich auch als Spieleerklärer in Essen unterwegs sein, das kenne ich auch von einigen. Die machen das dann 1 oder 2 Tage lang und refinanzieren sich beispielsweise so die Spiel, indem sie halt dann ja, den Eintritt drin haben, ein paar Spiele aus dem Verlag und noch ein bisschen extra Geld, um dann an den verbleibenden Tagen damit einkaufen zu können. Also auch das ist sicherlich möglich, um das Budget so ein bisschen ja, überschaubar zu halten. Wenn ich jetzt auf die Spiel gehe, dann habe ich in der Regel für mich ja so ein Gesamtbudget zur Verfügung, wo ich sage, in dem Rahmen kaufe ich ein. Ja, also auch ich kaufe immer noch ein. Also ich kriege natürlich Rezensionsexemplare, gar keine Frage. Aber für mich ist es so, dass teilweise die Rezensionsexemplare nicht komplett kostenfrei sind. Da zahlt man dann halt auch noch mal so eine, ja, Materialgebühr. Das machen einige Verlage, finde ich aber auch völlig okay. Bei besonderen Spielen, nehmen wir mal das Spiel Weimar an, was jetzt auf Kickstarter gerade läuft. Das ist so ein Spiel, das werde ich mir jetzt so kaufen, weil ich nicht weiß, ob ich das in der ausreichenden Menge beispielsweise spielen kann, um dann eine vernünftige Rezension draus zu machen. Das sind dann ja so private Liebhabereien, wo ich für mich auch dann sage, nein, das geht auf meine Kappe, da kann ich nicht glaubwürdig eine Rezension zu machen. Wer das von sich behauptet, gut, da andere Sache. Crowdfunding ist so ein ähnliches Thema, also da habe ich für mich halt auch nochmal im Jahresbudget eben halt was drin. Da gibt es halt so ein paar Liebhaberprojekte, wo ich einfach gerne reingehe. Gut, Weimar ist ja jetzt auch so ein Crowdfunding-Projekt. Aber nichtsdestotrotz, auch für die Spiel gibt es halt auch verschiedene ausländische Verlage oder bestimmte Sachen, wo ich sage, ich weiß nicht, ob ich das in einem ausreichenden Maße rezensieren kann. Dann widerstrebt das meinem persönlichen Kodex.
Und dann kaufe ich mir die Spiele so und habe sie eben halt nicht als Rezensionsexemplare. Und da setze ich mir ja so ein mittleres dreistelliges Budget für die Spiele. Wobei ich meistens eben halt so ein A- und ein B-Budget habe. Das heißt, das A-Budget ist dann so um die 80% des Ganzen. Und ich habe dann noch so eine stille Reserve von 20%. Wenn ich die nicht ausgebe, fein, freue ich mich. Wenn ich die ausgebe, dann habe ich die noch für irgendwas Gesondertes, was mir bisher überhaupt nicht auf dem Schirm gestanden hat. Und habe dann eben eine Reserve, falls ich da ein richtig cooles Spiel finde, sodass ich das ebenfalls für mich mitnehmen kann, ohne dann in den inneren Konflikt zu gehen, haue ich da noch ein bisschen mehr raus oder nicht. Ja, so persönlich habe ich eben halt in Summe so eine Art Jahresbudget, was ich mir halt so aufstelle, wo ich sage, das ist der Rahmen, in dem ich eben halt für mich Spiele ausgebe oder Geld ausgebe. Das, was ich eben halt für mich an der Stelle halt zur Verfügung habe. Natürlich ist auch immer so ein Thema Richtung Budgetfrage, mache ich einen Preischeck. Das heißt, gucke ich, dass ich gegebenenfalls Spiele, also manche Spiele gibt es auf der Spiel ja günstiger, indem ich halt so einen Vorbestellerbonus bekomme. Manchmal habe ich auch das Glück, dass das eine oder andere, was dann hinter etwas schwerer zugänglich ist, gerade auf der Spiel halt ein bisschen günstiger ist. Manchmal lohnt es sich allerdings auch zu warten, teilweise vielleicht auch 2-3 Monate, das muss man dann in Kauf nehmen, dass halt ein Spiel dann im Nachhinein günstiger wird und ich dann vielleicht nicht 50, sondern nur 40 Euro zahlen muss, beispielsweise auch im Sekundärmarkt, habe es aber dann nicht frühzeitig. Also das ist auch immer so ein Trade-off, was so mein Budget so ein Stück weit mitbelastet. Ja, und in der Hinsicht meine Frage an euch, wie geht ihr damit um? Habt ihr ein Jahresbudget? Habt ihr ein Monatsbudget? Stellt ihr für die Spiel extra Geld bereit? Oder kauft ihr einfach drauf los und sagt, ja, das ist jetzt für mich Ostern und Weihnachten und Geburtstag zusammen. Da muss ich jetzt nicht auf den Euro schauen und will ich auch nicht auf den Euro schauen. Muss es vielleicht noch was anderes, aber ich will es vielleicht dann auch nicht. Und bin dann aber auch bereit, im Nachhinein vielleicht hinzugehen und einen Teil meiner Sammlung wieder zu veräußern, um halt Geld wieder reinzuholen. Wie geht ihr damit um? Was ist so eure, sind so eure Gedankengänge rund um das ganze Thema Budget? Und wie schafft ihr es, da einen Überblick zu behalten? Listet ihr dann eure Käufe auf, sodass ihr wisst, okay, das habe ich noch an Geld da. Das fände ich mal mega spannend. Also bei mir ist es grundsätzlich so, jetzt mit dem Bezahlen mit Kreditkarte ist es dann eben, früher hatte ich eben halt einen festen Geldbetrag dann für Essen dabei, da wusste ich, wenn das zu Ende geht, dann ist auch Ende. Jetzt zahlt man ja mittlerweile verstärkt mit Kreditkarte, da ist es dann deutlich anders, da muss man sicherlich eher so auf seine Zettel gucken und schauen, dass dann die Gesamtsumme nicht überschritten wird. Ja, also schreibt in die Kommentare, natürlich gibt es auch was zu gewinnen. Oh, ich bin mal begeistert, diesmal mit richtiger Rückseite, und zwar Terra Futura. Das war letztes Jahr eine Essen-Neuheit von Albi Games. Ein sehr schönes Spiel, wo ich über mehrere Runden ein 3x3-Raster aufbauen muss und habe die Möglichkeit, dadurch, dass ich hier bestimmte Karten hinlege, dann von diesen Reihen und Spalten jeweils zusätzlich zu profitieren. Das Ganze hinterlegt mit so einem Umweltthema, wo ich halt vermeiden muss, dass ich halt die Umwelt verschmutze. Ja, mit netten Kästchen drin. Gehört euch. Karton sehe ich, ist leicht ein bisschen angestoßen, aber gut. Ist halt gebraucht, wisst ihr ja. Also, wie immer gilt dann der Einsendeschluss ist der nächste Sonntagabend, 23.59 Uhr. Und wer gewonnen hat, beteiligt sich bitte an den Portokosten mit 4 Euro. Ja, gespielt gibt's auch noch. Da machen wir jetzt direkt mit weiter. Und zwar neben der Monatsbox, die von Tim und mir letzte Woche rausgekommen ist, kann ich nochmal darauf verweisen. Wer noch nicht reingeguckt hat, gerne reinschauen. 9 Eindrücke zu verschiedenen Spielen, unter anderem auch mein persönlicher Eindruck zu Nebel über Carcassonne, was ich schon spielen konnte. Heute Akropolis von Gigamic, beziehungsweise, ich glaube, es kommt bei Kobold heraus. Ich hoffe, ich habe nicht was Falsches gesagt, also auf jeden Fall aus dem B-Rex-Universum. Wird das Spiel halt auch auf Deutsch geben, konnte ich jetzt ausprobieren in einer 3-Personen-Partie. Also das ist mein sogenannter Ersteindruck zu dem Spiel. Und Akropolis ist, ja, ich würde es eher in den Familienbereich hineinpacken. Es gibt auch noch so eine etwas komplexere Version, wo man halt noch zusätzliche Sachen beachten muss. Aber tatsächlich kann man sagen, es ist ein gutes 30-Minuten-Plättchen-Legespiel, was wir dort vor uns haben. Am Anfang starten wir
mit einem zentralen Plättchen. Da ist ein blauer Stern drauf und der ist dann halt auch schon unser erster Multiplikator. Wir haben insgesamt 5 verschiedene Farben, die wir in unsere Stadt einbauen können, einbauen wollen. Und in der Auslage liegen 5 Plättchen und das kennt ihr schon. Das erste Plättchen ist kostenfrei, für das zweite muss man dann einen Stein bezahlen etc. Unterschied ist nur, diesen Stein, der geht nicht wieder in den Umlauf, sondern der verschwindet. Das heißt, nicht der Nächste, der das erste Plättchen nimmt, hat dann ganz viele Steine zur Verfügung, sondern die sind raus. Das heißt, man muss gucken, dass man an Steine herankommt und das schafft man, indem man Plättchen überbaut, in diesem Fall Steinbrüche. Und für überbaute Steinbrüche gibt es dann je überbautem Steinbruch dann je einen neuen Stein, den man dann einsetzen kann. Über mehrere Runden wird das Ganze gespielt, sodass dann der Erste sich immer eins von diesen 5 Plättchen aussuchen kann. Ich beschreibe jetzt hier eine Drei-Personen-Partie. Dann ist der Zweite, der Dritte dran und der Erste darf sich dann aus den verbleibenden 2 Plättchen wiederum eins aussuchen. Steinregel gilt auch hier. Diese ganzen Dinger bauen wir ineinander hinein, spielen das Ganze mehrere Runden und werten aus. Das ist eigentlich schon alles. Auswertung ist dann aber der Schlüssel. Ich habe hier beispielsweise Militärgebiete, die müssen an den Außenrändern liegen. Die Militärgebiete, die drin liegen, sind nichts wert. Und ich muss die Militärgebiete mit den Multiplikatoren, da sind immer Sterne drauf, 2, 1 oder 3 Sterne, muss ich eben halt die Anzahl der Gebiete oder Plättchen, die ich dort habe, mit rotem Feld, mit diesen Multiplikatoren multiplizieren, ergibt meine Punktzahl. Bei den grünen, das sind so die Gärten, die liegen, können beliebig irgendwo liegen. Die gelben dürfen nur einzeln liegen und die Tempel müssen komplett umbaut sein, also die sollen immer im Zentrum liegen. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden die halt auch nicht gewertet. Und dann habe ich noch blaue. Hier gilt die größte aneinander liegende Fläche, allerdings sind die Multiplikatoren da nicht mit hineinzunehmen. Und jetzt habe ich noch die Möglichkeit zu überbauen, also in die Höhe zu gehen. Und je höher ich gehe, umso mehr wert ist so ein Plättchen. Das heißt, ein Plättchen, was in der ersten Ebene liegt, ist dann nicht mehr ein Punkt wert, sondern 2 Punkte. In der zweiten Ebene 3 Punkte etc. Und da muss ich halt überlegen, wie weit will ich überbauen, also wie viel Fläche nehme ich mir und wann macht das eben halt Sinn. Ihr seht, ziemlich einfaches Prinzip, trotzdem ist es ein bisschen tüftelig, da die Sachen für sich richtig hinzulegen. Man braucht ein bisschen Glück, was in der Auslage liegt, was kann ich mir leisten, eben halt wie viele Steine habe ich zur Verfügung. All diese Sachen sollen, haben so eine gewisse Überlegung, aber man spielt es doch sehr, sehr gut aus dem Bauch heraus, bis man, und da ist so dieser kleine Haken bei mir, so in diese letzten 1-2 Runden hineingeht und dann aber auch verstärkt auf seine Nachbarn achtet, was nimmt man sich da so für ein Plättchen. Und in dieser einen Partie, die ich bisher erlebt habe, ja, kam es dann zu so einer Art Königsmacher-Situation, wo mir jemand das letzte Plättchen weggenommen hat, ich deswegen nicht gewinnen konnte, ich jemandem anderen ein Plättchen weggenommen habe, sodass der nicht gewinnen konnte, ich aber jemand anderen dann zum Sieger erklärt habe. Da hätte es mir gefallen, wenn da noch so ein verstecktes Plättchen dabei gewesen wäre, um halt noch so ein bisschen Überraschungseffekt mit drin zu haben. Ich glaube, da hätte man tatsächlich sich noch sowas überlegen können. Zu dritt kann man so eine Art Hausregel damit hineinpacken. Das haben wir dann auch ausprobiert, funktioniert dann ganz gut oder besser, sodass eben halt nicht hundertprozentig sicher ist, dass ich mit diesem Plättchen dann den optimierten Zug dann für mich mache. Also in Summe, Akropolis locker leicht zu verstehen, schöne Zugänglichkeit, tolles dickes Material, hat mir auch super gefallen. Wer so Puzzlespiele mag, wo man eben halt guckt, dass man das Ganze optimiert, ohne dass das in eine wilde Grübelei hinausartet, auch für den ist das was. Und in dieser letzten 1-2 Runden sollte man vielleicht nochmal gucken, dass man entweder das versteckt macht, dass man die Züge nicht beobachten kann, oder aber, dass man tatsächlich so ein verdecktes Plättchen, also zu viert hat man ja noch ein paar über, also es kommen nicht immer alle Plättchen rein, es ist spielerzahlabhängig, dass man da vielleicht noch ein verdecktes in petto hat, was man dann einsetzen kann, um halt so einen Überraschungseffekt zu haben, um das Ganze nicht komplett durchrechenbar für sich zu haben. Ja. Das so mein Kurzeindruck zu Akropolis von Gigamic, beziehungsweise ich glaube, es kommt bei Kobold heraus. Hat mir aber sehr gut gefallen, freue mich da sicherlich noch auf weitere Partien, weil es einfach so locker, leicht und easy going ist.
Vielleicht sind Familien auch anders unterwegs und gucken dann nicht mehr bei ihren Zügen und rechnen noch alles komplett durch, was so bei den Nachbarn passiert ist. Ja, das war die Kolumne. Am Dienstag, am Freitag geht es weiter mit den News und ich hoffe, dass ich dann ab Wochenende schon starten kann mit meinen Highlights-Videos. Ich würde ein Highlight Familie, Kenner, Experte machen und habe auch noch vor, so ein viertes Video zu machen, so mit heimlichen Perlen. Das ist so mein Programm für die nächsten 4 Wochen. Dann ist ja auch schon die Messe. Also viel zu tun. Bis dann, euer Christoph. Macht's gut. Tschüss. Abo, ne? Thank you.